Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cups. Ja, ich flüge heute mal. Mal schauen, wie ich hinkriege. KI sagt, der war fertig und ich leg mal hier los, ne? Und TT. Mal sehen, wie ich zurechtkomme. Aktuell ist es so, dass ich ein bisschen, ja, nicht optimal arbeite. Da bin ich schlecht gefühlt, Spur extra nicht. Locker, jetzt ist es optimal, aber wie gesagt, beim Wenden. Aktuell weiß ich nicht genau, wie man das drehen kann. Bei 2 vielleicht. Links, rechts. Könnte sein. Probieren. Ja, der hat ein bisschen mehr Power als unser MB-Truck. Aber zum Teil reicht der MB-Truck und das lässt die. Macht die gute Frau. Arabella, keine Ahnung. Wie der Zungenbrecher. So. So, aufheben. Vielleicht kann ich das über Steuerung machen mit der Maus. Denn ich muss nämlich genau mit der Spur hier rein. Ja, und? Bremse. Muss ich kurz mal gucken, Flug. Genau, das meinte ich. So fahre ich ja in der Spur drin, ne? Wenn man nächstes Mal sehen, wir drehen muss und dann und Gas geben, also überholt hier. Ja, ich wollte mal probieren, wie das Flügel aussieht, ob das was bringt. Ja, kann sein. Wir haben jetzt 7. Juni. Hätte noch Zeit gehabt, das wollte ich unbedingt gleich machen. Die Zwischenfrucht haben wir leider auch nicht. Wäre jetzt optimal, ne? Zwischenfrucht. Dass der Boden bedeckt ist. Dass keine Verdunstung da ist. Und dann zum Schluss die Zwischenfrucht mit einem Flügel oder ein Gruppe, ne? Also. Damit praktisch kein Unkraut wachsen kann, ne? Also das bedeckt ist und dass durch die Zwischenfrucht später der Humusanteil wieder erhöht wird. So. Flug wieder drehen. Bremse, geht nicht. So. Und weiter geht's. Lenkung aktiv. Ja, normalerweise, ja gut. Müsste eine Spur fahren, ne? Aber. Aber optisch geht's ja weg. Ja gut. Muss ich jetzt nicht verstehen, vielleicht beim nächsten Mal das besser geht. Mal sehen. Ich habe auch ein Video gesehen, so ein Parallelflug, wo im Prinzip so wie eine Gruppe eingerät, also von der Breite her genau breiter, aber wie gesagt, hat dadurch eine Höhe. Ja, ob sie das dann durchsetzt, ist die andere Frage, ne?
Ja, normalerweise wäre jetzt optimal, ne? Machen wir so. So. Aber die Rehe dreht durch, ne? Wahnsinn. In die Fetzen so. Ich muss Gas geben. Kollegen, holt auf. Also eine höhere Arbeitsbreite als ich. So 2,30. Scherz. Fällt ich jedenfalls. So. Nächsten gleich. Da müssen wir drehen. Das war nichts. Kommen wir noch nicht zurecht. Aber die Arbeitsbreite kommt nicht, ne? So. Kurz mal das abschließen lassen. Dann P. Arbeitsbreite. Weil da geht ja nicht so, wie ich das dachte. Stimmt ja auch nicht, ne? Müssten wir drehen normalerweise. Wir müssten die Spur bis nach links verschieben, ne? Bis nach links, da rein. Und den Flug. Ja. Nach rechts drehen. Na. Nach rechts drehen. Und dann gehen wir eine Spur links rein. Genau, und die Spur geht's rein. Machen wir hier ein Stück für nicht, ne? Dann müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Versatz ist da. Noch flügen, ne? So, Gas geben. Da unsere Helferin wird ja noch ein bisschen nachher auf noch warten, ne? Oder sie hupt und kommt nicht weiter. Muss ich vorne noch ein größeres Gewicht haben, mehr Gewicht, damit das die Reifen vorne mehr Kraft übertragen können. Könnte sein, muss aber. Ich gehe nach Mittag. Ich habe noch gar nicht gekocht. Nein. Normalerweise müssen wir jetzt genau hier rein, in die Spur und das gute Stück drehen.
Aber natürlich ein bisschen weiter hinten gehen, ne? So, plus will ich ja das Nachgewende machen, ne? Genau, so. So denke ich mal, ist richtig. Arbeitsbeitrag nicht ganz verschoben, aber wahrscheinlich funktioniert das trotzdem. 6 Meldungen. Eine Spur, genau. Bremsen und kurz mal wieder drehen. Kurz weg. Und Gas geben. Ja, genau. Geht auch darum, dass die Spur, wo man gerade aktuell fährt, auch umgeflügt wird und dass unbedingt so wie da was Festgefahrenes zurückbleibt. Ne? Darum geht's ja. Ja, das Geld könnte schon reichen für ein Feld. Aber das warte ich mal ab. Wir werden einige Reparaturen durchführen müssen und bei den Traktoren. Die Geld kosten, denke ich mal. Deswegen ist man so ausweichen gar nicht mal so verkehrt. Das ist dann dadurch etwas. Man hat die Kosten halt nicht, ne? Das Ausleihen kostet zwar auch Geld, aber im Nachhinein ist das gar nicht mal so verkehrt. Das finde ich mal ein bisschen blöd gesteuert, wenn man ein bisschen suchen muss. Ja, im weiteren Verlauf will ich noch ein bisschen schlafen, beziehungsweise die Zeit überspringen und dann hier im Herbst den Mais als Körnermais. Und nebenbei, das kurze Problem ist so, ich kann zwar jemanden einstellen, also als auf Leihbasis, aber wenn die Zeit schnell vorher rausspult, dann ist die Zeit auch abgelaufen, ne? Dann ist die Arbeit erledigt. Das funktioniert dann nicht so, dass im Prinzip dann auch die Zeit über die Arbeit schnell laufen würde. Ne? Also wenn sie auf 5 stellen würde oder auf 3, kann man sie hier, ja, dann gibt es halt die Arbeit trotzdem so schnell voran, wie jetzt ist. Ne? Da glaube ich auch nicht mit 3 Verdienungen. Deswegen ist das gar nicht mal so. Gleich wetten, Junge, gleich drehen. Große Maus. Unser Lenkungssystem ist ein bisschen ungünstig, geht immer wieder in Richtung, wo es nicht hin soll. Mit Gas geben. Sonst Überholung geht nicht.
Problem ist, ich habe nur 3,30 Meter und er oder sie hat 5,25 Meter, glaube ich. Also von daher ist schon mal eine Arbeitsbreite allein schon schneller. Aber mal schauen. So, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es weiter. Ja, auch mit Flügen leider. Und ich schaue mal nachher, dass wir dann bald die Zeit vorspulen können. Das ist ja dann auch ganz wichtig. Ne? Dass wir dann bald die Maiserde machen können. Ne? Runter mit dem Ding. Achso. Und Gas geben. Dann sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, vielleicht geht's morgen. Ja, morgen geht's gerade weiter. Vielleicht bin ich auch da. Tschüss. Und danke schön fürs Einschauen.